Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Black Panther Box von Jahlil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Black Panther von Jahlil. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Folie ist weg und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine schwarze Box. Wir haben hier das klassische M von Maskulin. In diesem M sehen wir hier das Gesicht von Jahlil. Hier dann in Rot-Weiß auch nochmal der Schriftzug Jahlil und darunter lesen wir bei Maskulin. Also das ist das Label von Flair, wo Jahlil unter Vertrag steht und wo das Album released wurde. Hier lesen wir dann auch nochmals Black Panther bei Maskulin. Dazwischen in Rot Jahlil, rechts ebenso, hier genauso und links auch, das Ganze in Schwarz und unter dem Deckel, die Unterseite ist so in Grau gehalten mit schwarzen Farbsprenkeln, hier nichts beschriftet und die Rückseite ebenfalls in diesem Design und hier unten lesen wir nochmals einen Barcode, die Credits und das M von Maskulin. Gut, das Ganze ist eine speziellere Box, also keine reguläre Klappbox, sondern der Deckel ist abnehmbar, von innen schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich im Super Jewel Case. Dann haben wir das Maskulin Jersey, das Trikot. Dann haben wir eine Autogrammkarte. 1, 2, 3 große Sticker und ein Poster, auch hier von innen weiß, machen das Ganze mal wieder zu und legen die Box dabei zur Seite. So, nachdem das Album und das Jersey hier in Folie sind, werden wir das mal aus der Folie holen. Also auch hier die Folie entsprechend gebrandet, zeige ich euch gleich nochmal. Und zusätzlich auch nochmal hier so ein Silica-Gel, damit das Ganze auch schön trocken bleibt. Okay, hier haben wir auch nochmal so ein Papier mit drinnen. So, zum Jersey kommen wir gleich noch. Und zwar ist das Ganze hier eingepackt gewesen. Also eine durchsichtige Folie mit schwarzem Maskulin-Aufdruck. Und dann haben wir noch das Album an sich, ebenfalls eingeschweißt. So. Und dann starten wir auch gleich mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier Jahlil abgebildet mit rotem Hoodie bzw. mit rotem Windbreaker. Hier lesen wir in weißer Schrift Black Panther. Sieht auf jeden Fall sehr düster aus, die Aufnahme. Böse sieht Jahlil hier aus. Und hier unten haben wir noch einmal den Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt, wie gesagt, im Super Jewel Case. Gefällt mir sehr gut. Hier lesen wir dann nochmals in weißer Schrift auf schwarzem Untergrund Black Panther. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 15 Tracks an der Zahl. Dann hier Jahlil mit Detroit Red Wings Eishockey Jersey. Und wir haben Features von Flair, Olexesh, nochmals Flair, Remo, nochmals Flair und Summer Jam, Mike Singer, Sido, nochmals Flair, also insgesamt viermal Flair mit drauf und Emo 030 und Mashanda. Gut, Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein ins Booklet. Wir haben hier Jahlil in diversen Posen vor einer Ziegelmauer stehen. Und dann haben wir die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer darauf gefeatured wurde bzw. wer das Ganze produziert hat. Jahlil trägt hier natürlich auch wieder Maskulin Merch, zumindest hier diesen Windbreaker und hier dann wieder die Red Wings. So sieht das aus. Dann haben wir hier die ganzen Credits zu den Beteiligten.
Nochmals Jalil mit Ghetto Sport von Maskulin. Und dann hier nochmals zum Abschluss Jalil. Also, das eventuell als Wendecover brauchbar, könnte man natürlich das auch reinmachen. Ich werde es jetzt bei dem Black Panther regulären Cover beibehalten. Und dann haben wir hier, was mich sehr freut, jawohl, beide CDs in diesem Super Jewel Case untergebracht. Bedeutet, man hat hier nicht extra noch ein Digisleeve, also eine Papphülle, verwendet. Wir haben hier Jalil auf der Rückseite und wir haben hier zwei CDs mit dabei. Also einmal hier die Instrumental-CD in schwarz und weiß gehalten und dann natürlich noch die Album-CD, die hier beide übereinander Platz gefunden haben. Gut gelöst. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat. Allerdings ist diese bedruckt. Also das hier nicht unterschrieben, sondern in dem Fall aufgedruckt. Schade. Ja, Rückseite blank weiß. Wie gesagt, ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn das Ganze unterschrieben wäre. Aber das Ganze hier mit weiß aufgedruckt. Okay, dann haben wir mit dabei drei Sticker. Diese allesamt in schwarz, rot und weiß gehalten. Beziehungsweise, ich glaube fast, dass die... Jawohl. Die sind durchsichtig, also das, was ihr jetzt hier weiß seht, das ist wirklich nur der Untergrund hier, den man natürlich dann ablösen kann. Und das ist dann durchsichtig in schwarz und rot gehalten. Schöne Farbkombination auf jeden Fall. Also einmal dieses hier im Hochformat, Black Panther Jalil mit seinem Gesicht. Dann nochmals hier mit dem Gesicht. Das ist die Abbildung, die wir auch schon vom Cover kennen hier. Ist etwas schwer zu erkennen, aber das M von Maskulin ist hier weiß. Und wenn man das dann ablöst, genau, hier sieht man es besser, dann kommt das besser zur Geltung. Und dann hier noch ein Sticker im Querformat mit Jalil Black Panther bei Maskulin. Also alle drei Sticker relativ groß und in dieser durchsichtig Optik gehalten und dann mit schwarz, rot und weißem Aufdruck. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Jalil hier im Hochformat abgebildet. Dasselbe wie auch schon auf der Autogrammkarte, also wobei nicht ganz dasselbe, wenn man das hier ansieht, der Kopf, die Pose des Gesichts, also die, ja, ist etwas angepasst, aber es dürfte wohl hier mit diesem Foto hier entstanden sein gemeinsam. Auch hier wieder Jalil vor dieser schwarzen Wand stehend, so sieht das aus. In Nike Oberteil und das Ganze einseitig bedruckt. Und dann haben wir als letzten Inhalt der Box dieses Jersey. Auch dieses in Schwarz, Rot und Weiß gehalten, also top Farbkombination in meinen Augen. So sieht das aus. Wir haben hier oben einmal stehen Maskulin im Brustbereich, darunter dann 23. Auf der Rückseite lesen wir dann auch nochmals 23 und Jalil. Und das Ganze ist in der Größe XL von Maskulin. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier einen Zettel finden, der uns Aufschluss gibt, jawohl, was das für Material ist. Und zwar lesen wir hier Maskulin, Jalil Tanktop Size XL. Designed in Berlin, okay. Roadmap 1 Strong Fashion Berlin. Okay, also hier wird noch erklärt, wie man das am besten wäscht bzw. bügelt. Und das Ganze ist, hier sehen wir es, 100% Polyester und ja, steht jetzt gar nicht, wo das genau hergestellt wurde, aber also designed in Berlin, ja, aber produziert für Roadmap. Allerdings haben wir jetzt hier keinen Hinweis. Ich sehe jetzt hier keinen Made in. Naja, egal. 100% Polyester ist das Ganze. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das Jersey, dieses Basketball-Trikot mit dem Aufdruck Maskulin 23 in Weiß und Rot. Ansonsten das Trikot schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann Jalil 23 stehen, wie eben gezeigt. Ja, also XL ist echt verdammt groß, aber es ist natürlich auch
gedacht für den Sport bzw. zum Basketballspielen. Und da sind die halt einfach etwas größer, sowohl die Trikots als auch natürlich die Menschen, die das praktizieren. Von daher geht das vollkommen in Ordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl von der Größe als auch vom Design her ist es nicht ganz so mein Fall, obwohl es farblich schwarz und weiß echt top ist. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal ist eben gezeigt der Jersey, dieses Basketballtrikot in der Größe XL. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte mit der aufgedruckten Unterschrift. 3 Sticker an der Zahl. Und natürlich das Album an sich mit 15 Tracks Black Panther im Super Jewel Case inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Black Panther von Jalil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jalil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.